Eine Gruppe von Menschen erreicht eine geheimnisvolle Insel und trifft dort auf die schrecklichsten Monster der Welt. Das ist der Film Kong, Skull Island. Und es ist ein echtes Survival-Spiel. Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange. Zwei Militärflugzeuge stürzen auf einer Insel im Pazifischen Ozean ab. Die Piloten schaffen es, sich zu retten. Einer von ihnen ist Japaner und der andere ist Amerikaner. Sie sind Feinde, deshalb kämpfen sie auch am Boden weiter. Zuerst benutzen die Männer ihre Waffen. Aber als ihnen die Kugeln ausgehen, beginnt der Japaner den Amerikaner zu jagen. Und bald landen die Piloten in einem Dschungel. Der Amerikaner steht am Rande einer Klippe und der Japaner hat ein Katana. Es kommt zu einem Nahkampf zwischen den Piloten, doch plötzlich hört der Kampf auf. Ein riesiger Gorilla. Die Piloten schauen ihn entsetzt an. Fast 30 Jahre vergehen. Ein Wissenschaftler, Bill Render, und sein Assistent Brooks kommen zum Senator und bitten ihn, sie für eine Expedition Skull Island zuzulassen. Die Sache ist, dass diese Insel sehr isoliert von der Welt ist, was bedeutet, dass dort etwas Ungewöhnliches gefunden werden kann. Der Senator ist nicht begeistert von dieser Idee, aber er stimmt ihr trotzdem zu und ist sogar bereit, den Wissenschaftlern eine Militäreskorte zur Verfügung zu stellen. Währenddessen neigt sich der Krieg in Vietnam seinem Ende zu. Die amerikanischen Piloten machen sich bereit, nach Hause zu fliegen. Sie sind froh, in ein friedliches Leben zurückzukehren. Es gibt jedoch eine Person, die enttäuscht darüber ist, wie der Krieg endet. Das ist Colonel Packard. Er hat weder eine Familie noch einen Job. Alles, was er kennt, ist der Krieg. Packard erhält einen Anruf vom General. Er soll ein Expeditionsteam von Wissenschaftlern zu Skull Island begleiten. In der Zwischenzeit fahren Render und Brooks nach Saigon und besuchen eine Nachtbar, wo sie einen Mann mit hervorragenden Kampffähigkeiten bemerken. Er ist ein ehemaliger Captain, James Conrad. Er ist ein Spezialist für das Überleben im Dschungel. Also stellen die Wissenschaftler ihn als Fährtenleser für ihr Team ein. Eine berühmte Antikriegsfotografin, Mason Weaver, wird ebenfalls eingeladen, sich der Expedition anzuschließen. Die Expeditionsmitglieder versammeln sich an Bord eines Schiffes in Bangkok. Die Soldaten sind verärgert, weil sie lieber aus Vietnam nach Hause fahren wollten, als sich auf eine neue Mission zu begeben. Weaver kommt an und bemerkt Colonel Packard. Sie mögen sich nicht, denn der Mann ist vom Militär und die Frau ist gegen jeden Krieg. Dem Expeditionsteam wird Skull Island gezeigt und die Leute werden einander vorgestellt. Wir sehen Render und seine beiden Assistenten. Sie heißen Brooks und San Lin. Außerdem ist Packard mit seinen Soldaten, der Fotografin Weaver, dem Fährtenleser Conrad und ein paar weiteren Wissenschaftlern da. Diese Menschen werden drei volle Tage auf der Insel verbringen müssen, ohne Kontakt zur Außenwelt. Eine große Menge Sprengstoff wird auf das Schiff geladen. Das kommt Weaver verdächtig vor. Conrad glaubt auch, dass die Wissenschaftler etwas vor ihnen verbergen. Das Schiff sticht in die offene See. Die Soldaten albern herum und die Fotografin macht Fotos von ihnen. Nur noch 50 Meilen trennen sie von der Insel. Doch plötzlich zieht ein Sturm auf. Die Führung des Teams will die Mission abbrechen, aber Render fängt an zu argumentieren und will weiterfahren. Das Expeditionsteam steigt auf Militärhubschrauber um und fliegt zu Skull Island. Zur gleichen Zeit bricht ein Sturm los. Packard ist begeistert, denn er fühlt sich wieder wie ein Held. Die Hubschrauber fliegen buchstäblich durch den Sturm. Blitze schlagen so nah ein, aber alle Hubschrauber schaffen es, den Sturm zu durchbrechen und die Insel zu erreichen. Sie ist sehr groß und malerisch. Es gibt viele Klippen und einen üppigen grünen Dschungel darauf. Weaver macht mehrere Fotos. Die Hubschrauber beginnen zu landen. Die Gruppe von Geologen führt erste Experimente durch, indem sie gleich eine Reihe von Explosionen durchführt. Mithilfe ihrer Geräte stellt die Seismologin San Lin fest, dass die Insel im Inneren praktisch hohl ist. Plötzlich wird ein Baum auf einen der Hubschrauber geworfen und er stürzt ab. Genau in diesem Moment greift ein riesiger Gorilla das Expeditionsteam an. Packard befiehlt, auf ihn zu schießen und der wütende Affe wirft die Hubschrauber in alle Richtungen. Er zertrampelt die heruntergestürzten Hubschrauber und zerstört die Ausrüstung der Wissenschaftler. Einige der Menschen lassen sich an Seilen herab und verstecken sich vor dem Gorilla. Bald gibt es keinen Hubschrauber mehr im Himmel. Der Affe zermalmt sie wie Spielzeug. Es gibt schwere zivile und militärische Verluste. Die überlebenden Expeditionsmitglieder sind in einem Radius von 8 Kilometern über die Insel verstreut. Packard ist fassungslos und beobachtet den gigantischen Gorilla mit Entsetzen. Wir können sehen, dass Conrad überlebt und den verrückten Affen beobachtet. Er findet ein paar weitere Expeditionsmitglieder und schlägt vor, dass sie alle entlang des Flusses in den Norden der Insel gehen. Dort soll in drei Tagen ein Schiff auf sie warten. Packard
kontaktiert Conrad und Major Chapman über ein Walkie-Talkie. Der Colonel befiehlt Chapman, an Ort und Stelle zu bleiben, denn in seinem Hubschrauber befindet sich eine große Menge Munition. Packard findet weitere seiner Soldaten. Es stellt sich heraus, dass genau die Hälfte seines Trupps überlebt hat. Der Colonel wird auf Randa aufmerksam. Mit vorgehaltener Waffe sagt die Wissenschaftlerin die Wahrheit. Randa verrät, dass hier vor vielen Jahren ein Kriegsschiff gesunken ist. Er ist der einzige Überlebende. Randa sah, wie eine riesige Kreatur es angriff und beschloss, es um jeden Preis zu finden. Conrad und seine Gruppe bahnen sich ihren Weg durch den Dschungel. Brooks prahlt damit, dass die Theorie der hohlen Erde bewiesen ist. Das Walkie-Talkie wird getrennt. Das Signal ist verloren. Die Leute gehen weiter bis zur Nordspitze der Insel. Als sie den Fluss erreichen, trifft Conrads Gruppe auf einen großen Büffel. Oh nein! Ein riesiger Büffel. Als erfahrener Pfadfinder verbietet Conrad den Einsatz von Waffen. Wenn du keine plötzlichen Bewegungen machst, wird das Tier nicht angreifen. Genau das passiert. Der Büffel verschwindet leise. Packards Gruppe hat weit weniger Glück. Nachdem sie ihre Kameraden begraben haben, machen sie sich auf den Weg und treffen auf riesige räuberische Spinnen. Die Soldaten versuchen sofort, die gruseligen Kreaturen abzuwehren, aber sie sind zu groß. Bald wird ihnen klar, dass sie ihnen die Beine abhacken müssen. Die Soldaten gewinnen, aber nach diesem Kampf gibt es immer weniger von ihnen. Währenddessen trifft Conrads Gruppe auf eine Gruppe von Eingeborenen, die Kriegsbemalung tragen. Sie sind mit Speeren bewaffnet und sehr unfreundlich. Plötzlich taucht ein weißer Mann mit Bart und Mütze unter den Eingeborenen auf und fordert alle auf, sich zu beruhigen. Er spricht Englisch. Es stellt sich heraus, dass es sich um Leutnant Hank Marlow handelt. Er ist ein amerikanischer Pilot und lebt schon seit fast 30 Jahren auf der Insel. Ja, das ist genau der Pilot, den wir am Anfang des Films gesehen haben. Marlow ist sehr froh, endlich gefunden worden zu sein. Aber er warnt, dass diese Insel sehr gefährlich ist. In der Zwischenzeit wäscht Chapman sein Gesicht im Fluss. Bald taucht ein riesiger Gorilla auf. Es scheint, als wolle der Riese baden. Chapman versteckt sich hinter einem Felsen und sieht, wie der Affe im Wasser badet. Plötzlich wird er von einem riesigen Oktopus angegriffen. Es scheint, als gäbe es auf dieser Insel keine Tiere von normaler Größe. Der Oktopus versucht, den Gorilla mit seinen Tentakeln zum Flussbett zu ziehen, aber der Affe besiegt ihn und frisst seine Beute genüsslich auf. Zurück zu Conrads Team. Marlow führt sein Team zu einer kleinen Eingeborenensiedlung und zeigt den Menschen das Wrack des verunglückten Kriegsschiffs. Es ist ein heiliger Ort für die Eingeborenen und sie haben es in einen richtigen Tempel verwandelt. Wir erfahren, dass die Inselbewohner den Riesengorilla Kong nennen und ihn für den König der Insel halten. Die Sache ist, dass Kong die Menschen vor den Skullcrawlern beschützt. Das sind riesige Reptilien, die unter der Erde leben. Leider sind sie durch die Explosionen aus dem Boden gekrochen. Deshalb war Kong so wütend. Das Problem ist, dass der größte Skullcrawler sogar größer ist als Kong selbst und alle seine Verwandten gefressen hat. Conrad bietet Marlow an, mit dem Team zu gehen und nach Hause zurückzukehren. Der Mann lacht daraufhin nur, denn zu Fuß werden sie es in 3 Tagen nicht bis zum Rand der Insel schaffen. Aber Marlow hat eine bessere Idee. Er und der japanische Pilot haben vor vielen Jahren ein Boot gebaut. Darauf kann man sich viel schneller bewegen. Toller Plan! Weaver macht eine Menge Fotos, um der Welt zu zeigen, wie die einheimischen Ureinwohner aussehen. Plötzlich hört die Frau das Gebrüll von jemandem. Sie rennt in die Richtung des Geräuschs und sieht einen riesigen Büffel, der unter einem der abgestürzten Militärhubschrauber gefangen ist. Weaver versucht, das arme Tier zu befreien, aber offensichtlich reicht ihre Kraft allein nicht aus. Da kommt ihr Kong zu Hilfe. Er hebt den Hubschrauber ab und der Büffel verschwindet. Die Frau sieht den Riesenaffen entsetzt an und denkt, dass sie sterben wird. Doch Kong rührt sie nicht an und verschwindet. Währenddessen bahnt sich Packards Team einen Weg durch den Sumpf und studiert die örtliche Fauna. Der Colonel schießt auf einen seltsamen Vogel und stellt fest, dass es hier eine große Anzahl von ihnen gibt. Die Soldaten machen sich Sorgen, dass sie den Rand der Insel nicht rechtzeitig erreichen und keine Chance haben zu überleben. Packard bemerkt einen riesigen roten Handabdruck auf einem Felsen. Das bedeutet, dass Kong verletzt ist. Conrads Team repariert das Boot. Sie haben 2 Tage Zeit, um die Nordküste zu erreichen. Die Leute erzählen Marlow, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Er ist überrascht über den Kalten Krieg, die Mondlandung und die Sportnachrichten. In der Zwischenzeit versucht Chapman erfolglos, jemanden mit einem Walkie-Talkie zu kontaktieren. Plötzlich beginnt sich der Baum, auf dem er sitzt, zu bewegen. Es ist eine echte, gigantische Gottesanbeterin. Chapman schnappt sich sein Gewehr und die Gottesanbeterin verschwindet. Aber es war nicht der Mensch, der sie erschreckt hat, sondern ein viel furchterregenderes Monster. Die Leute aus Conrads Team wollen im Morgengrauen in See stechen. Marlow schneidet seinen Bart.
Brooks ist glücklich, dass die Erde doch hohl ist und Conrad hilft Reefer, ein weiteres schönes Foto zu machen. Auch die Leute von Packards Team richten sich für die Nacht ein. Der Colonel träumt davon, Kong zu zerstören. Im Morgengrauen zeigt Marlow den Leuten das Grab des verstorbenen japanischen Piloten. Er nimmt sein Katana und das Team ist endlich bereit, in See zu stechen. Sie starten das Boot und verabschieden sich von den Eingeborenen. Alle Expeditionsmitglieder setzen ihre Reise fort. Endlich funktioniert das Walkie-Talkie und Conrads Team kontaktiert Packards Team. Die Soldaten zünden eine Signalfackel an, um ihren Standort zu zeigen. Plötzlich stürzt ein fliegendes Reptil auf das Boot und nimmt einen der Geologen mit. Dieses Monster ist nicht allein gekommen. Sie sind zu schnell, deshalb konnte das arme Ding nicht gerettet werden. Auf jeden Fall müssen sie weiterfahren. Zum Glück treffen beide Teams nach einer Stunde endlich aufeinander. Die Leute sind sehr froh, einander zu sehen. Conrad will weiterfahren, aber Packard weigert sich. Er will Chapman und den Hubschrauber mit dem Sprengstoff finden. Marlow ist gegen diesen Plan, weil sie auf Skullcrawler treffen könnten. Trotzdem beschließen die Leute, dass sie ihren Kameraden nicht im Dschungel zurücklassen können. Das vereinte Team macht sich auf den Weg. Sie durchqueren das Tal und sehen darin eine Menge riesiger Skelette. Sie scheinen die von Kongs Artgenossen zu sein, die zum Mittagessen für die Skullcrawlers wurden. Die Leute finden sich in einer dicken, grünen Methanwolke wieder. Ein nicht so schlauer Soldat wirft eine Kippe und das Gas explodiert. Das wird ein riesiges Reptil und es beginnt zu jagen. Die Expeditionsmitglieder verstecken sich vor dem Monster in den Überresten eines riesigen Skeletts. Der Skullcrawler spuckt einen Schädel mit einer Medaille aus und Conrad erkennt, dass es der Schädel des verstorbenen Chapman ist. Packards Soldaten stürmen in den Kampf, aber das riesige Reptil schafft es, Randa und eine weitere Person zu verschlingen. Es jagt Reefer und die Frau wird nur dank eines Flammenwerfers gerettet. Eine Reihe von Explosionen ist zu hören. Die Menschen fliegen in verschiedene Richtungen davon. Fliegende Reptilien greifen sie an und ein wahres Chaos bricht aus. Conrad schneidet die Kreaturen mit einem scharfen Katana und er trägt eine Gasmaske. Er rettet eines der Expeditionsmitglieder und dann kommt es zu einer weiteren gewaltigen Explosion. Das Reptil wird schließlich besiegt. Chapman ist nicht mehr da, was bedeutet, dass das Team zum Boot zurückkehren kann. Aber Packard will immer noch zum Hubschrauber gelangen und Kong in die Luft jagen. Marlow versucht ihn davon abzubringen, aber er scheitert. Einige der Leute gehen mit Conrad zum Boot und Packard begibt sich zusammen mit seinen Soldaten zur Absturzstelle von Chapmans Hubschrauber. Sie finden Sprengstoff und laden ihre Gewehre. Conrad geht mit Reefer einen Hügel hinauf, um den Fluss zu sehen und zu überprüfen, wo ihr Boot liegt. Kong nähert sich ihnen, aber er greift sie nicht mehr an und erlaubt ihnen sogar, ihn zu berühren. In diesem Moment beschließen Conrad, Reefer und Marlow, den Affen zu retten. Währenddessen versucht Packard, Kong mit Hilfe von Napalm in Brand zu setzen. Der brennende Gorilla fällt auf den Boden. Packard hat das Gebiet vermint und ist jeden Moment bereit, Kong in die Luft zu jagen. Conrad nähert sich mit seinem Team dem Colonel. Sie überzeugen ihn mit Waffengewalt davon, Kong nichts anzutun. In diesem Moment taucht ein riesiger Skullcrawler auf und Kong liefert sich einen Kampf mit ihm. Packard will die beiden in die Luft jagen, aber er kommt zu spät, denn Kong zerquetscht ihn mit seiner Faust wie eine Fliege. Leider ist der Affe schwer verletzt und das Reptil betäubt ihn schnell. Die Dämmerung bricht an. Die Menschen rennen auf das Boot zu, verfolgt von einem riesigen Skullcrawler. Einer der Soldaten opfert sein Leben, um das Monster aufzuhalten, aber die Dinge laufen nicht nach Plan. Der Skullcrawler ist kurz davor, die Menschen einzuholen, aber dann tritt Kong auf den Plan und greift das Reptil an. Ein echter Kampf ums Überleben beginnt. Kong ist stärker, aber er ist verletzt. Der Affe benutzt einen Baumstamm als Speer, aber dann verheddert er sich in den Ketten, die die Menschen hinterlassen haben. Der Skullcrawler will seinem Gegner den Garaus machen, aber Brooks feuert mit einem Maschinengewehr auf das Reptil. Dann lässt das Monster Kong in Ruhe und greift stattdessen das Boot an. Kong befreit sich von den Ketten und greift das Reptil erneut an. Er schleudert den Skullcrawler gegen den Felsen, auf dem Reefer stand. Die Frau stürzt ins Wasser. In der Zwischenzeit geht der Kampf weiter und Kong verletzt seinen Gegner schwer. Der riesige Affe holt Reefer vorsichtig aus dem Wasser und in diesem Moment greift der Skullcrawler ihn erneut an. Kong muss die Frau in seiner Faust verstecken und weiterkämpfen. Endlich ist das Reptil besiegt. Kong setzt Reefer vorsichtig am Flussufer ab. Conrad findet sie dort. Der Gorilla schaut die Menschen an und geht. Das Expeditionsteam verlässt die Insel. Sie versprechen, alles, was auf der Insel passiert ist, geheim zu halten. Übrigens, Marlow kehrt zu seiner Frau und seinem Sohn zurück. Kong lebt weiter auf der Insel, denn er ist hier ein echter König.
Es scheint mir, dass Kong dich bittet, diesem Video ein Like zu geben. Abonniere den Kanal, um die interessantesten Videos nicht zu verpassen. Wir sehen uns!